Esther Dischereit ist Essayistin, Autorin, ganz, ganz viel hat mit Literatur und Kunst zu tun und in diesem Falle ist sie Herausgeberin eines Buches, das heißt, hab keine Angst, erzähl alles. Über dieses Buch wollen wir sprechen mit einem Politiker, der gerade, ich muss erstmal herzlichen Glückwunsch sagen, Armand Zorn. Er ist nämlich gerade ganz frisch gewählt worden, Direktmandat für den Bundestag. Das war ein tolles Erlebnis, oder? Ja, und herzlich willkommen bei mir im Wahlkreis. Ja, sehr schön. In Frankfurt, kann man vielleicht auch noch sagen, genau. Es geht aber so gar nicht um Frankfurt in diesem Buch, sondern es geht um Halle. Und ich glaube, wenn wir sagen Halle, dann kommt bei ganz, ganz vielen gleich an, oh ja, Halle, die Synagoge, der 9. Oktober. Und es ist jetzt 2 Jahre danach ungefähr, es ist ja noch gar nicht so lange her. Das Attentat von Halle und die Stimmen der Überlebenden im Herder Verlag erschienen, das ist der Untertitel. Und es geht tatsächlich um den Prozess und um alle Menschen, die damit zu tun hatten, die was gesagt haben dazu, die sich vielleicht auch ein bisschen überwunden haben, etwas zu sagen zu diesem entsetzlichen Vorfall. Ich muss immer zu Armand Zorn gehen. Sie haben eine ganz spezielle Beziehung zu Halle. Erzählen Sie mal, wie die ist. Ja, Halle ist für mich ein Stück weit Heimat, ehrlich gesagt. Ich bin zwar in Kamerun geboren, bin im Alter von 12 von Kamerun nach Deutschland gezogen und für mich ging es von Douala direkt nach Halle an der Saale. Da bin ich aufgewachsen, da bin ich zur Schule gegangen, dort habe ich Abitur gemacht und mit dem Studium angefangen. Deswegen, wenn wir über Halle sprechen und meine Eltern leben heute noch in Halle, dann ist es für mich auch ein Stück weit Heimat. Was ist Halle für Sie? Haben Sie auch eine spezielle Beziehung zu dieser Stadt? Ich möchte mich einfach jetzt erst nochmal diesen Glückwünschen anschließen für Ihre Wahl. Das hat durchaus einen Bezug zu dem, was in dem Buch besprochen wird, weil es ja nicht darum gehen kann, wie wir Diskriminierung, wie wir Ermordung vermeiden, sondern wie wir leben. Und dass Sie gewählt worden sind, ist einfach ein Zeichen auch, dass wir eben die vielen sind. Und ich darf zurückkommen zu Ihrer Frage. Ja, meine Beziehung zu Halle war zunächst mal durch eine lose Verbindung zu Burg Giebigstein bezeichnet, aber ansonsten eben durch die Prozessbeobachtung des Anschlags, der am 9. Oktober stattgefunden hatte und eben jetzt vor 2 Jahren sich jährte. Wie haben Sie davon erfahren damals und was hat es in Ihnen ausgelöst? Es war Yom Kippur, ein Rechtsradikaler versucht in die Synagoge einzudringen. Sie sind jüdische Schriftstellerin. Mit welcher Macht kommt sowas dann in Ihr Leben? Ich habe das im Rundfunk gehört und ich habe sofort meine Kinder angerufen. Ich wusste, dass sie nicht in Halle sind, aber ich habe sie trotzdem angerufen. Und zwar deswegen, ich hatte mich ja vorher einige Zeit mit dem NSU-Verfahren beschäftigt, also mit den Getöteten, die der NSU oder sogenannte NSU als Trio zu verantworten hatte und mit den Netzwerken, die eben rund um dieses Trio weiterhin auch existieren. Das ist ja auch strafrechtlich gar nicht zu Ende ermittelt. Und durch diese Kenntnisse konnte ich mir sehr gut vorstellen, dass Halle nicht der einzige Ort sein würde, wo überhaupt eine solche Gefahr besteht. Und so fragte ich als erstes, wo seid ihr gerade und habt ihr die Nachrichten gehört und bleibt mal an den Nachrichten heute. Wie war es bei Ihnen, wenn in Ihrer Heimat sowas passiert, in Ihrer Heimatstadt? Was hat es ausgelöst? Verunsicherung. Ich war geschockt, habe natürlich sofort meine Eltern angerufen, um zu wissen, wie es denen geht. Glücklicherweise ging es ihnen gut, die waren beide an dem Tag beruflich unterwegs. Aber ich habe viele Freunde, die ich in den nächsten Minuten versucht habe zu erreichen. Und für einen kurzen Moment fühlt man sich ohnmächtig. Es kam noch keine Information raus. Man erreicht natürlich nicht auf Anhieb alle Freunde und Verwandte.
und man macht sich eigentlich Sorgen und da wird man auch bewusst eigentlich, wie ohnmächtig man in so einer Situation sein kann. Esther Discherei, Sie sind dann Prozessbeobachterin geworden in diesem Prozess. Warum und wie kam es dazu? Sind Sie irgendwie gefragt worden oder war es Ihr eigener Entschluss? Ich bin nicht gefragt worden, das zu sein. Es hatte sich, ich komme da nochmal auf das NSU-Verfahren zurück, es hatte sich ja dort gezeigt, wie wichtig es ist, dass die Familien der Angehörigen und Überlebenden durch NebenklägerInnen vertreten werden und durch gute NebenklägerInnen. Und es war offenbar geworden, dass der Generalbundesanwalt sehr lange benötigt hat, um zu erkennen, dass es hier um einen Massenmordversuch ging. Das fand ich ziemlich bedenklich und machte mich dann auf die Suche, ob ich Leute finde, die davon betroffen sind. Es wusste ja, dass eine Gruppe derer, die an der Gottesdienst Yom Kippur in Halle teilgenommen hatten, aus Berlin gekommen war. Und ich fühlte mich dann genötigt, einfach nachzufragen, wie seid ihr rechtlich vertreten, wie seid ihr versorgt, habt ihr psychosoziale Betreuung? Ich kann ja nur von meiner Erfahrung, die ich eben aus dem NSU-Verfahren her mitgebracht hatte, sprechen und versuchen, mit euch Kontakt aufzunehmen. Zumal ein Teil der Gruppe auch erst sehr kurz eingewandert war. Sie waren teils englischsprachig. Ja, ich konnte mir da jede Menge Schwierigkeiten vorstellen, sich jetzt zu bewegen, was jetzt überhaupt institutionell richtig ist. Und so habe ich dann den Kontakt zu der Gruppe gesucht, bis sie dann auch tatsächlich in der Lage waren, NebenklagevertreterInnen zu finden und auch Betreuung durch mobile Opferberatungsstelle und OFEC in Berlin. Und dann war das ja auch so, ich hatte da so das Gefühl, es sei sinnvoll, sie zu begleiten in irgendeiner Form. Es sei einfach sinnvoll, dass in dem Gerichtssaal andere jüdische Menschen sind. Ja, ob sie das wirklich gebraucht haben oder nicht, das weiß ich nicht, aber wir wissen ja, dass da eigentlich keine sind, so rum, und es könnte einfach gut für sie sein. Aber ohne sie wäre natürlich dieses Buch nie entstanden. Sie waren mit dabei und dann ist ja nochmal ein Schritt, das Buch zu schreiben. Wie kam es dann dazu? Ich hatte nicht die Absicht, dahin zu gehen, um ein Buch zu schreiben, nein. Ich habe mich vielmehr damit beschäftigt, wie man auch die Solidarität organisiert. Also der Migrationsrat von Berlin-Brandenburg fuhr dreimal dahin, hat für 80 Mitgliedsorganisationen Podcasts eingestellt. Das fand ich ganz wunderbar. Oder andere Schriftstellerinnen kommen und können dann auch an der Außenbühne sprechen. Solche Dinge habe ich eigentlich zunächst beachtet. Und je länger ich dann aber mich da aufhielt, desto bewegender war denn auch der Mut, den die Betroffenen aufbrachten. Also die Schilderungen, die sie vor Gericht gaben, über das, was ihnen widerfahren ist, aber auch das, was sie selber schon als Statements für eine kleine öffentliche Bühne außerhalb des Gerichtssaals vorbereitet hatten. Das ist ja auch ein Novum, dass diese Verzahnung so sehr gelungen war, dass also solidarische Gruppen wirklich jeden Prozesstag begleitet haben. Und dadurch erhielt ich natürlich Kenntnis von dem, was sie sagen, also wie ihnen das auch Kraft gibt, sich auszudrücken, und sah aber auch, dass die Aussagen vor Gericht nochmal andere sind. Sie haben einfach eine andere Sprachform als die, die sozusagen vorbereitet im öffentlichen Raum gesprochen werden. Und ich fand eben die Zeugnisse so sehr wichtig, dass ich dachte, ja, die müssen bewahrt werden. Ich muss allerdings sagen, das habe ich im NSU-Verfahren auch schon gedacht. Es ist ja immer so, dass die Presse das zur Kenntnis auch nimmt, was dort von den Überlebenden gesprochen wird, aber niemals in der Gänze. In der Regel wird zitiert, das ist auch sonst nicht leistbar. Aber den vollen Wortlaut zugänglich zu machen,
finde ich eine ganz prinzipielle Pflicht von Zeugenschaft. Und je länger ich da eben saß, hat mich dieser Gedanke bewegt. Ich habe dann versucht, jemanden anderen davon zu überzeugen, wie wichtig das ist, das zu tun. Das ist mir nicht gelungen, weil ich eigentlich was anderes machen wollte gerade. Und ich wusste, wie sehr mich das dann beschäftigen würde. Und als ich sah, dass es niemand anders übernimmt, habe ich gesagt, naja gut, dann musst du das wohl tun. Ja, und es ist gut, dass Sie es gemacht haben, denke ich. Also da wäre ja sonst wirklich vieles nicht weiter in die Öffentlichkeit gelangt und wäre in einem kleinen Kreis sozusagen geblieben. Was mich aber in Halle auch dann fasziniert hat, war, das haben Sie eben schon gesagt, Frau Dischereit, dass es so viel Solidarität in der Stadt gab. Das hatte ich tatsächlich von Halle, nicht erwartet. Hatten Sie es erwartet? Das überrascht mich nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass Halle, wie viele andere Städte, mehrheitlich in Ostdeutschland, darunter leiden, dass eine kleine Gruppe Rechtsextremisten, Rassisten, Antisemiten immer wieder negativ auffallen und eine ganze Stadt, eine ganze Region dafür in Geiselhaft genommen wird. Deswegen hat mich das nicht überrascht, ehrlich gesagt, dass es so viel Solidarität gab. Das fand ich an der ganzen Sache sehr erfreulich und Sie haben das ja in dem Buch beschrieben, auch die Stimmung im Gerichtssaal. Ich war nicht dabei, aber was ich so gelesen habe, dass es Applaus gab, also das muss eine sehr emotionale Situation gewesen sein, die ich so nicht kenne. Und das finde ich ist eigentlich das Schöne an der ganzen Sache. Wenn es eine Sache gibt, die mir Mut macht, die mich positiver stimmt für die Zukunft, das ist die Tatsache, dass wenn ich die ganzen Aussagen hier lese, dass mehrheitlich schon daraus kommt, dass die meisten Betroffenen sich auf der einen oder anderen Art und Weise sich unterstützt gefühlt haben von der Gesellschaft. Sei es jetzt professionell durch Psychologen, Psychotherapeuten, sei es institutionell teilweise, auch wenn dort hier und da mal Fehler passiert sind. Aber mein Eindruck ist durchaus, dass die meisten sich auf eine vielleicht Art und Weise, die sie nicht erwartet hätten, sich unterstützt gefühlt haben. Und das finde ich ist eine sehr positive Botschaft. War das denn ein besonderer Prozess, Frau Dischereit? Ich darf da gleich drauf zurückkommen. Ich möchte nämlich Ihnen doch widersprechen, Herr Zaun. Also die Welle der Solidarität, das sagte auch Max Przeworocki, der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde zur Halle, hat ihn vollständig überwältigt und nicht nur ihn und hat ihm auch Mut gemacht zu sagen, wir können hier bleiben, wir können hier weitermachen. Hier ist eine Stadtgesellschaft, die miteinander leben will. Aber es ist doch auch, unabhängige solidarische Gruppen haben ganz Enormes geleistet, indem sie da eigenständig wochenlang da waren. Also kritische Juristinnen, Nachbarschaftsgruppe da, Antira und also unzählige Gruppen. Aber von den Verantwortlichen ist es doch anders gehandhabt worden. Es hat massive Kritik der Überlebenden an der Polizei gegeben und die bleibt auch bestehen. Und auch an der Art und Weise, wie staatliche Stellen, also wie die Politik, sich dann um Überlebende kümmert. Also auch die Frage der Opferfonds. Ja, also der Attentäter will ja, dass jemand wie die Familie Tekin aus dem Kiezdöner in Halle verschwindet. Also muss die Gesellschaft doch was tun, um das auch wirtschaftlich aufzufangen, was da passiert ist, wenn sie das eben nicht will. Und da gibt es wirklich ganz, ganz große Kritik, die ich finde auch sehr berechtigt ist und auch, dass man dagegen hält, dass Spaltungen versucht werden zwischen Opfern, die auf der Seite der SynagogenbesucherInnen sind oder welche auf dem Kiezdöner oder Aftags I, der als geflüchteter Mensch angefahren wurde und wo ein Mordversuch im Raum steht. Aber Sie hatten was anderes gefragt. Ich habe gefragt, aber ich suche jetzt gerade, weil Sie von den Gebrüdern Tekin sprechen. Ja. Ich kann ja mal ganz kurz was zitieren aus der Aussage. Es ist etwas kaputt gegangen in unserem Verhältnis zu diesem Land. Vor 12 Jahren kam ich nach Deutschland, schreibt Ismet Tekin,
Mit nur wenigen Worten Deutsch im Gepäck und einer vagen Vorstellung, wie mein Leben hier sein könnte. Ich habe Deutschland und insbesondere Halle bis zum Tag des Anschlags auf die Synagoge und uns immer als einen weltoffenen und freundlichen Ort wahrgenommen. Ich habe bis zum 9. Oktober 2019 hier nie Ausgrenzung, Diskriminierung und Hass erlebt. Das ist also, spricht ja für Halle, spricht für die Bevölkerung und für die städtische Bevölkerung, die gesagt hat, wir wollen zusammen. Er schreibt hier aber auch, wir wollen nicht weg. Wir wollen unbedingt hier bleiben, denn wir wollen natürlich nicht das, was Sie gesagt haben, von diesen Rechtsradikalen sozusagen weggeschickt werden. Er macht uns Angst, aber wir wollen standhalten. Und da fordert er auch ein, Solidarität mit der Stadt, mit der Bürgerschaft und mit den Hallensern. Aber die hat es schon gegeben, ne? Also mit den Menschen in der Stadt, die mit der Bevölkerung, die gab es und die gibt es, oder? Ja, aber doch auch nicht so. Es sind ganz widerstreitende Darstellungen auch. Also wenn ich mich daran erinnere, was Aftaxi sagte, der schilderte, wie er einen sehr rassistischen Alltag in Halle auch vorher schon erlebte. Also das ist überhaupt nicht so, dass man dann sagen könnte, ja, also vorher war es schön und dann kam also ein Rechtsextremist. Und was den Täter betrifft, ist ja auch die Problemlage die, worin ist der eingebettet gewesen? Also in welche Community-Struktur, die eben auch das wohl mitgetragen hat. Ja, eine Mutter, die Ethik in der Schule unterrichtet hat. Also da ist ja die Ermittlung gar nicht weitergeführt worden. Also insofern würde ich mich jetzt dem nicht anschließen, zu sagen, auch die Mitte, also die BürgerInnen, die sind alle ganz wunderbar und sind frei von jedem Rassismus und möchten sowas nicht. Und wir haben da den Einzeltäter und damit ist gut. Nein, leider nicht. Also gerade dieses tägliche Darstellen auch, wir sind da, ja, wir sind da, das muss noch was anderes sein, als Glocken zu läuten am Gedenktag. Haben Sie recht. Möchten Sie was dazu sagen? Ja, ich würde vielleicht Ihnen teilweise zustimmen und teilweise leicht widersprechen, wenn ich das darf. Ich glaube, eine der größten Herausforderungen, die wir haben, und das ist jetzt nicht nur für Halle oder für Ostdeutschland, das ist auch in Frankfurt, ist das Thema Alltagsrassismus. Alltagsrassismus und jegliche weitere Form von Diskriminierung. Ob das Antisemitismus ist, ob das antimuslimischer Rassismus ist, ob das auch Feminismus ist, wozu ich da, auf jeden Fall auch noch zählen würde. Was in vielen verschiedenen Kreisen Einklang findet und teilweise Normalität wird. Und das hängt meines Erachtens nicht vom Bildungsstand ab, das hängt auch oft nicht von der wirtschaftlichen Situation aus, sondern das sehen wir oft. Und ich glaube, dass es aber auch dazu führt, und das ist jetzt, wo es gefährlich wird, dass sich bestimmte Personen in so ein Umfeld fast dazu ermutigt fühlen, bestimmte Taten, bestimmte Beleidigungen zu äußern. Und das ist für mich auch das, wo es ein bisschen paradox wird. Auf der einen Seite, ja, bin ich der Meinung, die Zivilgesellschaft, die Stadtgesellschaft in Halle war, zumindest soweit wie ich das beurteilen kann, war solidarisch mit den Hinterbliebenen. Aber auf der anderen Seite müssen wir uns alle als Gesellschaft grundsätzlich auch mal diese Fragen rund um Alltagsrassismus, Antisemitismus, Rassismus und Feminismus auch stellen. Und ich glaube, dass es damit anfängt, dass wir ein Bewusstsein für diese Probleme schaffen, dass wir nicht immer wieder drum herum reden, ob wir ein Rassismusproblem haben, ja oder nein. Ich finde diese Debatte immer wieder erstaunlich, wie oft wir eigentlich schon darüber gesprochen haben, ob es eigentlich dieses Problem gibt, anstatt das endlich mal anzuerkennen und uns dahin zu bewegen, die ersten Maßnahmen umzusetzen, um diese Probleme gerecht zu werden. Also das wäre meine Einschätzung dazu. Ich würde gerne nochmal auf meine Frage zurückkommen, bei der wir sozusagen abgebogen sind. War das ein besonderer Prozess? Ja, das würde ich so sehen. Einerseits muss man also die Ermittlungsdefizite bei der Polizei auch im globalen Kontext sehen, also der Bezug zu Anschlägen in Pittsburgh, Otoya und anderen wurde komplett geleugnet. Das ist schon mal sehr schlecht, wenn das die Ermittlungsbehörden tun. Also das strahlt ja auch aus in die Gesamtgesellschaft. Die Richterin hat sich sehr bemüht, ein Verfahren zu führen, das
Ein Vertreter der Nebenklage, Onno Ösata, sagte so: Fritz Bauer, der also den Auschwitz-Prozess geführt hatte in Frankfurt, der wäre mit diesem Verfahren zufrieden gewesen, denn es war ein menschliches. Und diese Beurteilung gab Herr Ösata ab, weil eben der Raum für die Betroffenen da gewesen ist, zu sprechen und Zeugnis zu geben, so lange und so wichtig, wie sie es sahen. Es ist in meinen Augen vollkommen falsch, die Bedeutung der Zeugenschaft auf kleinere Ermittlungsdetails zu reduzieren, weil dann prinzipiell eigentlich die Frage aufgeworfen wird, wofür wird so ein Strafprozess überhaupt geführt? Ja, wem soll Gerechtigkeit widerfahren? Doch den Betroffenen. Und so müssen sie die Möglichkeit haben, diesen Raum auch zu betreten. Und es ging ja bis dahin in diesem Verfahren, dass auch eine betroffene Zeugin selber plädiert hat. Und diesen Raum muss man aber schaffen, aufmachen, unter der Ermutigung der Nebenklagevertretungen, wie aber auch des Publikums und eben dieser Öffentlichkeit, war das dann halt auch möglich und die Richterin hat es eben auch gemacht. Und das ist etwas, wo ich mir schon wünschen würde, dass das überhaupt in solchen politischen Strafprozess Eingang findet und nicht umgekehrt, wir eine ungeheure Täterdominanz haben, ja, auch medial dann. Auch das war übrigens in diesem Verfahren richtig, dass sich darauf verständigt werden konnte, auch in der Presse, zu sagen, die Namen dieses Täters werden wir nicht nennen, weil wir werden nicht dazu beitragen, dass das, was er wollte, dass er also weltweit von einer Community hier befeuert wird und Nachfolgetaten animiert, dass das auch möglich ist. Also werden wir das eben nicht tun. Und das ist schon ein neuer Schritt in eine Richtung, die ich eben auch für wichtig ansehe. Wir können ja ganz kurz mal auf das Urteil eingehen. Es ist mal die Frage, ist es ein gerechtes Urteil? Ist das richtig gelaufen? Der Attentäter wurde mit der Höchststrafe belegt. Das Oberlandesgericht Naumburg verurteilte ihn, das war am 20. Dezember 2020. Ne? Also lebenslange Freiheitsstrafe und anschließende Sicherheitsverwahrung. Aber er wurde als Einzeltäter verurteilt. Also und ich habe eben schon rausgehört, damit sind Sie nicht wirklich einverstanden, oder? Würden Sie sagen, das ist ein gutes Urteil? Naja, das gab ja gar keine andere Möglichkeit, als ihn lebenslänglich zu verurteilen mit anschließender Sicherungsverwahrung nach dem, was er sagte. Also es ist ein Mensch, der beseelt ist von eliminatorischem Rassismus und Antisemitismus und Misogynie und alles, was Othering ist und Linke und so weiter, das will er. Das ist White Supremacy. Ja, das ist wirklich in Reinform White Supremacy. Und da haben natürlich die Ermittlungen auch aufgehört. Ja, wo hat er die Bitcoins her? Was für Fingerabdrücke sind auf seinem Drucker eigentlich gewesen? Mit wem hat er im Darknet kommuniziert? Das ist eben total zu kurz gegriffen. Und wer aus seiner Community besucht, den hat Briefe geschrieben. Es ist ja vor kurzem erst wieder aufgefallen, dass eine Polizistin meinte, ihre Sympathie ausdrücken zu müssen. Es ist kein Mensch, der absolut ohne Beziehungen ist. Also überhaupt nicht. Und da ist natürlich die Gefahr der Verharmlosung riesig. Ja, ist riesig. Und für die Betroffenen, das würde ich eben auch gerne nochmal sagen, geht es ja auch weiter. Wir dürfen uns erinnern, wir dürfen Anteil nehmen, die müssen sich erinnern, die können gar nicht anders. Und ich habe hier einen Brief von Molly Schafmann. Molly Schafmann ist auch Betroffene und hat vor Gericht gesprochen und hat jetzt einen neuen Brief geschrieben. Er ist ganz neu, ist auch deswegen nicht im Band enthalten. Und sie sagt, ich erinnere mich noch sehr genau, wie er darüber lachte und versucht hat, mich zu zerstören. Er lachte darüber, wie ich vor Gericht stand und bezeugte, dass ich jüdisch bin und nichts mich davon abhalten wird, es zu sein und auch jüdisches Leben weiter aufbauen will in Deutschland. Und sie wiederholt es dann nochmal, aber er hat sich mit der falschen Frau angelegt
und mit den falschen Leuten, das will sie nochmal sagen. Und es gibt natürlich auch die beiden Fälle, Aftaks I und Ismet Tekin, da erkannte das Gericht ja nun nicht auf Mordversuch, da wurde Revision eingelegt, das ist nicht entschieden, wir wissen auch nicht wann. Das ist sicher nicht, also ist, ich habe noch niemanden getroffen, dem das jetzt einsichtig gewesen wäre, da musste in die Revision gegangen werden. Aber ich merke, Sie werden werden das weiter begleiten, oder? Sie sagen jetzt nicht so, okay, das Buch ist jetzt fertig, ich ziehe mich zurück. Das ist nicht mehr meine Geschichte, das bleibt Ihre Geschichte? Wahrscheinlich. Naja, also ich kann mich davon nicht trennen, was ich da erfuhr und auch mit vielen der BeiträgerInnen dann ja auch stärker bekannt wurde. Das ist ja alles erst nachher passiert. Und ich glaube, dass meine eigentliche Aufgabe erst noch beginnt, nämlich die auch heute Abend, da wird ja eine Veranstaltung von Open Books stattfinden und da wird Ismet Tekin und Rifat Tekin, habe ich gerade gehört, also sein Bruder, alle beide sind schon auf dem Weg aus Halle hierher. Also ihnen einfach auch mehr Möglichkeiten zu geben in der Öffentlichkeit mit ihrer Geschichte, mit dem, was sie erlebt haben und mit dem, was sie auch sagen wollen, zu sein. Und sie haben ganz viel zu sagen. Und das ist das Einzige, um was es gehen kann, ihnen zuzuhören. Können wir heute Abend vielleicht machen. Ich frage mal den Politiker. Müssen wir politisch noch irgendwas anders machen, damit wir vielleicht mehr Bewusstsein drauf legen, weil wir hören, viele Prozesse laufen vielleicht ein bisschen falsch, in eine falsche Richtung. Ja? Wenn Täter so viel Aufmerksamkeit erfahren und Opfer sehr viel zu wenig, gibt es Möglichkeiten, da eine Veränderung zu schaffen in die richtige Richtung? Ich werde jetzt als Mensch antworten, nicht als Politiker, wobei ich gar nicht weiß, ob ich das trennen kann, aber ich glaube, ja, es gibt viel zu tun. Und was ich so sehr an diesem Buch schätze und vielen, vielen Dank dafür, ist, dass es eine Möglichkeit gibt, über die Betroffenen nachzudenken. Es gibt einen Perspektivwechsel, es geht nicht um den Täter, es wird nicht vereinfacht auf die eine Geschichte, die in den Medien vielleicht immer wieder vorgekommen ist, sondern es zeigt eigentlich die verschiedenen Schicksale, Einzelschicksale, die sich dahinter verbergen, die verschiedenen Einzelgeschichten, die unterschiedlich sind. Und ich fand das auch sehr gut, ich glaube, das hat die junge Frau aus Berlin gesagt, Sabrina hieß sie, glaube ich, auch. Es hilft auch ein bisschen, die Betroffenen aus dieser Opferrolle rauszunehmen. Das sind nämlich keine Opfer, so sehe ich das persönlich. Und das fand ich ganz wichtig und ich glaube, da würde ich Ihnen zustimmen, wir müssen mehr darüber reden, wir müssen mehr diesen einzelnen Geschichten zu Wort kommen lassen und auch darüber sprechen. Und ich glaube, am Ende des Tages, das haben wir vorhin auch noch mal kurz besprochen, ich glaube, es geht hier um mehr als einen Einzeltäter. Als ich das Buch gelesen habe, die Möglichkeit, sich im Darknet, auf sozialen Medien zu radikalisieren, die Atmosphäre, die in diesen Chatgroups herrscht, ob das bei Telegram ist, ob das bei Coldchain ist und so weiter und so fort, wo man sich gegenseitig anfeuert, will ich mal sagen, wo man den Eindruck hat, man müsste jetzt so eine Tat nachahmen, um entsprechend Anerkennung zu bekommen und entsprechend eine Sichtbarkeit zu haben und von der Community gefeiert zu werden. Und dass das alles möglich ist, ohne Kontrolle über die Polizei oder ohne Eingriff, das finde ich ist ein Unding. Aber auch diese barbarische Art zu versuchen, diese Tat dann live auf sozialen Medien zu spielen, auch das zeigt uns eigentlich, dass wir, wenn wir über Sicherheit sprechen, wenn wir über Polizei sprechen, dass wir auch darüber oder wenn wir aber auch über präventive Arbeit sprechen, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, wie wir im 21. Jahrhundert, im Zeitalter der Digitalisierung auf sozialen Medien auch es schaffen, dafür Sorge zu tragen, dass junge Menschen sich nicht so schnell radikalisieren können, dass aber auch die bestimmte Taten auf solche Kanäle entsprechend herbeiführen wollen, dass die auch zur Verantwortung gezogen werden. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Mein Eindruck ist, dass wir als Gesellschaft da noch ein bisschen deutlich hinterherhängen und immer versuchen, als Reaktion bestimmte Gesetze auf den Weg zu bringen. Und ich glaube, das müssen wir ändern. Jetzt mache ich nochmal einen schnellen Sprung, aber ich glaube, was aus dem Buch klar wird, ist, dass es für mich, zumindest so lese ich das, dass es nicht nur
um Antisemitismus geht. An diesem Tag hätte jeder, der ein bisschen dunkler aussieht, wäre zum Opfer geworden. Womöglich jede Frau wäre da auch zum Opfer geworden. Also es geht einfach darum, dass er ein bestimmtes Weltbild hatte und vorhatte, an dem Tag so viele Menschen wie möglich zu ermorden. Und da fängt es an, dass wir, glaube ich, eine gesellschaftliche Debatte führen müssen über die Themen Kampf gegen Rechtsextremismus, Kampf gegen Rassismus. Und wir haben vorhin über die Zivilgesellschaft gesprochen, die jetzt viel Solidarität für die Betroffenen geschaffen hat. Das finde ich sehr wichtig. Und ich glaube, zivilgesellschaftlichen Organisationen, Vereine, Organisationen, Verbände, die leisten eine hervorragende Arbeit in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, das kann die Politik machen, richtige Rahmenbedingungen schaffen, damit eben diese Vereine, diese Organisationen die finanzielle Ausstattung haben, die sie brauchen, die personale Ausstattung bekommen, die sie wirklich brauchen, um entsprechend so eine Arbeit zum Wohle der Gesellschaft zu machen. Und wir können zuhören und wir können lesen darüber. Das Buch Hab keine Angst, erzähl alles, lohnt sich. Herausgegeben von Esther Dischereit. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden, die hier waren, für die Gedanken, für das Machen auch. Vielen Dank dafür, wirklich. Danke Ihnen beiden. Danke Ihnen. Vielen Dank. Ja.